So, da bin ich wieder, euer Bioschmied. Ja, wir machen mal ein bisschen weiter. Ich habe hier noch mal was Neues gebaut, und zwar, wir wollten ja noch das rauchschwache Pulver anladen holen. Ich habe mir jetzt hier Öl rangeholt. Warte mal, los, Jetpack mal kurz. Ja, mit Satisfactory natürlich, ne? Wir machen nichts anderes, also ich lade nichts anderes hoch. Das also noch nicht, bis wir es dann durchgespielt haben. Vielleicht, und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal ein anderes Spiel spielen. So, genau, ich habe das hier schon mal aufgebaut. Vier Raffinerien mit Schwerölrückstand. Der Schwerölrückstand wird hier aus dem Öl gewonnen. Und das Polymerharz wird aktuell noch geschreddert. Man könnte da jetzt noch Gewebe draus machen, zum Beispiel. Das ist auch, glaube ich, so der nächste Plan. Deswegen machen wir den Schredder hier mal weg, beziehungsweise das Schredderband. Bin gerade aufgestanden. Ja. Aber das soll nicht euer Problem sein. So. Dann bauen wir das mal hier eben hin mit gerade, und dann geht das hier erstmal rein und wird erstmal gelagert. Da jetzt hier aber noch nichts verbraucht wird, das hätte ich mal viel eher machen sollen, werden wir hier hinten mal ein bisschen was abfüllen. Ja, das Inventar ist auch nicht so, dass wenn. Genau, und ich habe das dann zu Munition verarbeitet, und da kann man mit Sicherheit noch mehr Schweinereien draus machen und dann eben ins Lager eingeführt. Jetzt haben wir natürlich noch gar keine Knarre. Ja. Die machen wir uns aber gleich. Beziehungsweise wir gehen mal zum Hub und schauen dann mal weiter. Hier habe ich noch eine kleine Spirale gebaut, jetzt in der Stadt direkt. Und ich habe vorhin so Ansätze gehabt, dass ich gedacht habe, ah, jetzt musst du aber langsam mal einen Bahnhof bauen. Da können wir uns gleich mal auch mal drum kümmern. Das wird hier hinten stattfinden. So ein Hauptbahnhof. Erstmal nur eine Platte, wo einige Bahnhöfe drauf stehen werden. Und wo dann auch ein bisschen was abgeladen wird. Und ja, genau. Also wir gucken erstmal bei Caterium nach. Da könnten wir das hier noch machen. Das wäre ganz geil eigentlich. Und zwar brauchen wir dafür Gewehrmunition, die ich jetzt auch schon habe. Dann können wir auch mal die Highspeed-Anschlüsse aus den Wracks verwenden. So. Was sagt sie denn? Homing rifle ammo unlocked. This ammo can be loaded into a normal rifle and, when fired, will seek a target. Clarification. This does not make the rifle a homing rifle. If you leave the rifle alone, even when loaded with this ammo, it will not return home like a devoted and adorable puppy and or kitten. Okay. Sieh mal mit ihren Puppies und ihren Kittens. Also Puppies, Hündchen und Kätzchen halt, ne? So, wo kann man denn hier? Da ist das Gewehr. Was fehlt uns denn da noch? Schraubenmaschine. Ich könnte kotzen. Warum braucht man denn für die ganze Ausrüstung immer Schrauben? Dann machen wir mal eben 250 Schrauben. Ich habe jetzt keine im Depot. Deswegen machen wir das mal eben. 250 Schrauben für so eine blöde Knarre. Also ganz ehrlich, wer braucht sowas? Ja, wie gesagt, den Bahnhof werden wir gleich bauen, beziehungsweise die Platte. Schauen wir mal. Und dann gucken wir nochmal hier, was wir mit dem ganzen rauchschwachen Pulver noch machen können. Und das Schwefel sind ja noch einige Sachen, die man da freischalten kann. Vielleicht haben wir die Komponenten ja auch noch gar nicht. Ich habe am Strand schon mal Aluminiumschrott gemacht. Ja, und der Zug steht auch schon bereit. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal einmal laden lassen, damit dann noch mehr nachlaufen kann. Und das müssen wir natürlich auch hier erholen. Das werden wir heute nicht schaffen, aber also in dieser Folge werden wir es nicht schaffen. Ja, da sind sie schon, die 250 Schrauben, wieder zu viel gelabert hier. So, dann machen wir mal schnell die Knarre. Dann können wir auch den Wildtierführer wieder anmachen. Ich nenne das immer Wildtierführer. Ja, weil Coffee Stain das hätte eigentlich auch so nennen sollen. Ja, dass man eben
So, die restlichen Schrauben kommen weg. Jetzt schmeißen wir hier erstmal ein bisschen was weg, was wir hier so gar nicht mehr brauchen. Oder beziehungsweise was das Inventar einfach unnötig zumüllt. Computer zum Beispiel. Die brauchen wir noch. Die Motoren. Es generieren sich jetzt immer, ihr seht es ja, dadurch, dass ich die Computer an den Schredder rangeschmissen habe und der ganze Überschuss quasi immer geschreddert wird, generieren sich hier so ekelhaft viele Punkte, ne? Jetzt haben wir schon 64. Können wir schon fast die erste Statue kaufen. So. Genau. Den können wir noch mit reinstecken. Alles, was so sowieso ins Depot läuft. Hier zum Beispiel die Kabel. Und da oben haben wir noch einen Panzer gefunden. Der kann auch gleich mal ganz schnell wegkehren. Dann haben wir noch mehr Punkte, die wir eigentlich gar nicht brauchen. So, eine Schnecke war jetzt nicht dabei, ne? Ja, das sind 300 Charts und im Depot auch nochmal 250, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Oder 500. Also es ist viel zusammengekommen auf jeden Fall hier. 250. Warum läuft denn das dann hier rein? Habe ich den Splitter vielleicht so gemacht, dass... Warte mal, ich habe doch hier einen intelligenten. Da ist Überschuss. Das soll doch erst ins... Ach Quatsch. Das soll doch erst ins Lager reinlaufen. Und danach in Überschuss. Oder... Ah, ich glaube... Ich glaube, das war so, dass... ich glaube, das war so, dass... ich dann nochmal geforscht habe für das Depot, also ihr wisst schon, ne, dass ich dann zwischendrin nochmal, also die Partikelanreicherung, die wollten wir nicht. Wir wollten ja hier, wenn, Luft- und Raumfahrttechnik erstmal fertig machen, dafür brauchen wir natürlich Funksteuereinheiten, klar. Aluminiumplatten habe ich doch auch schon, also nicht eingelagert, aber ich habe welche an den Abschussstellen gefunden. Hier sind nochmal Gehäuse. Wie viel brauchen wir da? 200, das reicht. Ein Stack. Und Aluminiumplatten brauchen wir auch nur 100. Na, warte mal, dann machen wir das so. 84, 17 müssen das sein, ne? So. Und jetzt noch 6 und jetzt noch eine. So. Und wieder rein. So. Dann können wir das schon mal beladen hier. Und noch Motoren. Motoren. 250. Einmal Lager leer machen bitte. Für Motoren. Ja, und die Funksteuereinheiten gehen leider noch nicht. Die müssen wir erst noch bauen. Dafür brauchen wir aber erstmal Aluminium. So, und dann haben wir das auch schon mal fertig. So, jetzt... Ach so, hier ist noch ein neues Gebäude entstanden. Das kann ich noch mal eben zeigen. Eigentlich wollte ich da noch einen zweiten Tower bauen. Also nicht so ein Ding, sondern... ja, und dann war ich noch mal doppelt so hoch ungefähr wie jetzt. Und... ja, dann kam der Rochen und flog dann durch dieses Gebäude durch. Und dann dachte ich mir so, blöd. Bist jetzt schon so weit? Okay, auf die Hälfte gekürzt, das Gebäude. Und dann habe ich gedacht, okay, dann baust du einfach hier, machst du, das mit den Scheiben ist zufällig entstanden. Da habe ich so gedacht, ja, machst du mal so die Scheiben. Hier vorne sind auch noch Schrägen dran, ne? Also schrägen Rampen halt. Und dann habe ich gedacht, baust du da einfach mal so ein Ding rein. Ne? Und wenn man die später dann noch aktiviert, also da kommt ja noch ein Teil rein. Wer weiß, wie es dann aussieht. Keine Ahnung. Lassen wir jetzt einfach so. Das ist die Höhe, wo er drüber fliegt. Keine Ahnung. Also gebrauchen kann ich es eigentlich nicht. So.
Jetzt bauen wir mal einen Bahnhof. Ah ne, Quatsch, wir wollten das rauchschwache Pulver nochmal loswerden. Ne? Wir kommen gar nicht zum Bahnhofbau. Schwefel. Ach so, das habe ich schon gemacht. Das war das Gewehr. Dann können wir das ja schreddern. Ah, hier wäre noch. Ah ne, das habe ich auch schon freigeschaltet. Okay. Das können wir noch nicht. Hier brauchen wir aber auch kein Pulver, ne? Hier brauchen wir Mycelium nochmal. Na gut. Dann ist das eben so. Jetzt haben wir aber die Knarre. Hier wäre noch einmal, aber da müsste ich nochmal nach Sphären suchen. Die Teile werden ja schon ins Lager gefüllt, ne? Also die haben wir ja schon. Gut. Ja, dann ist es eben so. Hier wäre dann als nächstes der... Wir können ja nochmal gucken, ob wir hier eine Festplatte scannen können. Scannen der Festplatte nicht möglich. Sowas aber auch. Schon wieder alles erforscht. Na gut, dann rüsten wir mal für dieses Gerät die Knarre aus. Ja, ich weiß, ich habe noch keine Munition. Das können wir aber ganz einfach realisieren. So, und dann stellen wir mal die Viecher wieder auf Standard. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier auf eine Höhe kommen. Weiß eben nicht, wie viel Gleise, ne? Man fängt ja erstmal an. Ja, das war ja mal ein Satz mit X hier. Okay, wir gucken einfach mal da hinten, weil da, wo die Absturzstelle ist, das wäre vielleicht auch eine ideale Höhe. Dann bräuchte man sich darum gar nicht mehr kümmern. Aber ja, vielleicht müssen wir mal gucken. Wir nehmen mal das normale Jetpack. Und jetzt nehmen wir gleich mal das Gewehr, weil es kann sein, dass hier die Fauna wieder gegen uns ist. Ja, ich weiß, da liegen noch einige Kisten, die mag ich immer nicht so gerne. Ja, springen wir uns hier mal ein bisschen frei. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich auch ein bisschen um die Knarren jetzt kümmern will. Da gibt es ja noch mehr, viel mehr Munition, ne? Gibt ja noch diese Explosivmunition mit Turbo Fuel. Mann, was macht der denn da? Auch geiler Content, ne? Sieht man einfach, wie der Streamer hier, oder wie der Streamer, der YouTuber einfach Sprengstoff in die Gegend wirft. Ja, das ist jetzt die große Frage. Also ich würde schon gerne überhalb solcher Hindernisse bauen hier. Und die ist auch schon da. So, gib mir deinen Panzer. Gib her hier, Lumpi. Dann gibt es ja noch die Zielsuchmunition, die Explosivmunition. Dann gibt es, ich weiß nicht, fürs Gewehr. Weiß ich gar nicht. Hier war ein Summer Sloop mal drin.
Hier ist auf jeden Fall nochmal wieder. Jetzt brauchen wir natürlich auch wieder Futter. Da könnten wir eigentlich auch mal diese Inhalatoren draus bauen, weil manchmal ist es dann doch schon echt sehr, sehr prekär. So, wir müssen ja aber, wir haben ja einen anderen Auftrag, wir müssen ja hier erstmal gucken, dass wir hier... Ich hatte ja im letzten Video oder im vorletzten Video, glaube ich, auch erzählt, dass ich die, die Oase hier in eine Wanne verwandeln will. Ähnlich wie bei Spielbären, nicht genauso. Ich mag dieses Nachbauen nicht halt, ne? Also der hat das so und oh, ich will das auch so. Ich will es ähnlich, aber ich will zum Beispiel, dass hier hinten ein Zug lang fährt, der dann zum Quarz geht, um dort eben Quarz abzuholen. Genau, das werden wir auch demnächst noch machen. Wobei ja die neuen Quarzquellen, die wir in dem Quarz-Zugstrecken-Video entdeckt haben, die sind natürlich eigentlich perfekt. Also da brauchst du eigentlich schon gar nicht mehr in die Höhle, wo jetzt hier hinten der LKW steht, ne? Hier hinten, da sind ja auch nochmal in der Höhle, sind ja auch nochmal zwei reine Quarzquellen. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ups, was ist denn jetzt passiert? So, aber wir müssen hier erstmal gucken, dass wir eine geeignete Höhe auch finden. Ich würde gerne diese Felsen hier auch überbauen, ne? Mal gucken, kann man hier auch das Grid benutzen? Mache ich denn da? Fundamente. Was? So, das wäre das Grid. Also das Game Grid. Wie heißt denn das? Weltraster. So. Jetzt kann ich, weil das scheiß Karterium hier unten ist, kann ich nicht auf der Höhe da bauen, oder was? Ist ja Blödsinn. Also ich möchte auf jeden Fall, dass ich hier unter dem Dings auch Platz habe. Ja, ich weiß, einige von euch würden jetzt sagen, ey, mach das doch alles mit der Kettensäge weg, dann hast du nochmal Treibstoff. Ja, ihr habt recht. Man könnte daraus Biotreibstoff zum Beispiel machen. Aber habe ich jetzt gerade keine Zeit zu. Wir müssen hier auch mal ein bisschen was schaffen. Ne? So. So, da muss jetzt erstmal hier richtig schön viel Platte, dass wir hier auch ein paar Bahnhöfe hinkriegen. Ich werde jetzt wahrscheinlich, ich muss ein bisschen lauter sprechen, weil das hier sehr laut ist, wenn man diese Dinger platziert. Erstmal einen Bahnhof setzen. Aber der wird wahrscheinlich noch nicht fix sein. Also vielleicht muss ich auch erstmal gucken, wie weit ich hier hoch dran gehe an die Mainplatte. Müssen wir mal schauen. Ich denke schon ein bisschen näher, ne? Hier sollen ja ordentlich Bahnhöfe dann auch entstehen, ne? Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Ist halt die Frage, ob man das so... Ja doch, kann man. Zufuhr und Abfuhr der Bänder. Quatsch, der Bänder. Der Zugstrecke, Entschuldigung. Mit dem Mikro jetzt gerade. Und dann machen wir das nämlich so. Pass mal auf. Wir gehen von hier aus. Da machen wir jetzt mal keinen Kreisel, weil die Kreisel ja sehr groß sind. Wir nehmen hier einfach eine T-Kreuzung. Hä, warum bin ich jetzt zurückgelaufen? Egal. Genau, das machen wir so. Das habe ich schon mal so ähnlich gemacht. Und ich bin, glaube ich, noch nie von einem Zug überfahren worden. Habt ihr das schon mal irgendwie hingekriegt? Müsste immer noch mitgeschleift, aber von einem Fahrzeug überfahren werden, habt ihr das schon mal hingekriegt? So. Entweder hier oder entweder da so. So, und dann machen wir hier
erstmal einen anderen Schweber, dass wir hier auch vernünftig schweben können. Und dann machen wir das Geländer hier erstmal weg. Das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Was ist denn das hier unten? Erstmal der Geländer weg. Da muss ich wahrscheinlich noch mehr wegnehmen. Wann nicht den und den auch nicht. Geh doch ein bisschen tiefer, Bioschmidt, ja. Mach ich doch. So, und jetzt machen wir hier eine schöne T-Kreuzung hin. Ich vermute mal, das muss auch weg hier. Und das in der Mitte sowieso auch. Ich bin leider nicht so so präzise mit der Maus, dass ich das hier einfach so markieren könnte. Ich bin zu zappelig. So, ja, siehst du, da liegt schon der, da liegt es schon. Wobei das Gleis wird sich ja wahrscheinlich auch gleich spreizen. Nein, spreizen nicht. So, dann haben wir das schon mal frei. Oh, da ist noch eine. Das muss auf jeden Fall weg. Weil, deswegen eben. So, wir brauchen von dort aus, können wir eigentlich schon mal hier, schon wieder Gleise. Schon wieder Gleise. Ich habe das Video von gestern. Ich nehme das. Ach so, das geht ja gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Aber diese Zugvideos, so nach 24 Stunden gefühlt 100 Aufrufe. Finde ich richtig geil. Vielen Dank dafür und ja. Kenne ich so nicht. Deswegen. So. So, das haben wir hier schon mal. Jetzt müssen wir das gleiche natürlich hier mit dem Gleis auch machen. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das wäre jetzt so. Also. Eine Foundation. Zwei Foundation. Und hier wäre die dritte. Aber wir machen das mal hier. Mal gucken, vielleicht geht das ja. Ja. Und den können wir dann auch gleich wieder verbinden. Dann kommt der Zug nämlich auch wieder durch. Wenn er jetzt gerade da ist. So. An das. Ich habe irgendwie Pickel unter der Lippe. Ekelhaft. So, machen wir hier einfach mal so eine T-Kreuzung. Ne? Gibt es ja auch. Ist ja auch möglich. So, dann müssen wir hier allerdings ein Fahrtsignal machen. Wie gesagt, Eingänge und Ausgänge der, der Weichen immer so, ja. Hier muss ein... Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das löschen. So, genau. Das passt ja schon mal. Also, aber hier, ne, also, ja. Was soll ich denn jetzt großartig dazu sagen? So, Entschuldigung. So. Ne, so muss es. Das ist natürlich jetzt noch nicht aktiv, aber... Das kriegen wir noch hin. So. Jetzt müssen wir wieder hier Richtung Bahnhof. Also gut, dass ihr mich jetzt dazu gebracht habt, den Bahnhof zu bauen.
Nein, ich habe es natürlich selber gemacht, aber trotzdem danke. Das muss ja auch. Wir brauchen einen Hauptbahnhof, wo wir dann, was dann so ein bisschen als Verteilzentrum braucht, dient. So. So, dann machen wir gleich mal die Gleise bis da vorne hin. Mann, so. Die Signale stehen da ja schon, dann können wir ja trotzdem hier ordentlich Gleise legen. Immer die Maximallänge am besten, dann kann man die Signale auch besser platzieren. Hab ich jetzt 9? Mir geht ja gar nicht 9, ne? 9 geht ja gar nicht. Warum verliere ich jetzt den Strom und die Stromanbindung? Verstehe ich nicht. Zappel nicht. So, hier gleich schon mal Signale gesetzt. Und jetzt müssen wir natürlich auf die Höhe da kommen. Dann nehmen wir hier wieder die das reicht gar nicht. Kommen wir denn, würden wir denn, wenn wir jetzt noch mal, ja doch, ich glaube schon, also wenn wir jetzt noch mal ein paar Elemente von denen hier machen, das ist, glaube ich, schon zu nah, oder? Um da über die Kante zu kommen. Ja, dann müssen wir das löschen. Dann nehmen wir den, nehmen wir das ab hier. Mann! Und, ja, der eine oder andere wird das jetzt schon erkennen, was ich hier mache. Obwohl eigentlich kann man es noch nicht erkennen. Dass nur dieses Geländer bringt jetzt schon ganz in eine ganz andere. Können wir die Lampe anmachen? Ja. In einen, rückt das in ein ganz anderes Licht, finde ich. Rochen? Ja. Soll uns hier gar nicht so stören. Also, wir machen noch 1, 2, 3, 4. Dann bis dahin. Und dann haben wir da oben nämlich auch gleich Strom. Aber, na Quatsch. Also, was ich hier schon wieder gemacht habe, das ist ja schon wieder so Bioschmied-like, ehrlich jetzt. Das hat ja überhaupt gar keinen Sinn, was er da gemacht hat. So, wir nehmen natürlich die Maximallänge bis hier. So. Weil wir sind ja noch gar nicht fertig von der Höhe her. So. Und die Dinger können wir dann auch noch mal bis weiter oben ziehen. Ich mache dann ein Zweiteiler-Video draus, also weil wir haben jetzt schon 29 Minuten für das Video hier. Ja, wie die Zeit immer rennt, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. So, genau, jetzt müssen wir uns hier mal so einen Arm rüberziehen. Mal hier so. Dass wir dann auch wissen, wie weit wir denn, wie hoch wir denn überhaupt müssen. So nämlich. Kollege, ich hab doch hier Strom. Bring mal den Strom mit hier. Den Strom, den, ne, Biostrom ist es ja nicht. Obwohl, würde passen, ne? Bioschmied und Biostrom. Guck,
Ich habe das Gleis gesetzt und habe noch keinen Strom. Geil, oder? Entweder ist es unten nicht angeschlossen. Na, jetzt habe ich Strom. Aha. Den Baum machen wir ja gleich noch weg. Das mit den... Was ist denn hier? Ach so, ja gut. Ja, ich verstehe. Ich verstehe das Problem. Wie können wir das denn jetzt am schlausten lösen? Ich verstehe das Problem. Da sind, treffen zwei Grids aufeinander. Eigentlich dürfte es nicht passieren, aber manchmal passiert das. Wie lösen wir das denn jetzt? Dann müssen wir das doch so machen. Mit den 1 Metern. Und dann müssen wir das einfach so akzeptieren. Wenn ihr das jetzt nicht akzeptiert, dann ist es euer Problem. Ich mache das jetzt so. So. Und dadurch, dass hier auch immer noch diese Abstände sind, dann ist es eben so. Mein Gott, oder? So. Jetzt möchte ich gerne erstmal dieses hier auf das Grid hier oben. Das ist ja das World Grid quasi, ja. Jetzt müssen wir das natürlich erstmal schön bauen. Beziehungsweise. Warum ist denn das so hier? Ja. Die Hälfte der Foundation. Ja gut, das passt aber eigentlich. Dann können wir jetzt. Wir zählen mal 1, 2, 3. Ich will das mal eben wissen, ob das geht. Von der Schiene her. Ob wir das so gewuppt kriegen, dass... 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, genau. Dass wir das so hinkriegen. Ob das passt. Ne, passt natürlich nicht. Das heißt... warte mal. 1, 2, 3. Das ist sowieso falsch gewesen. 1, 2, 3. Das müsste... Ja, doch. Nee, das war doch richtig. Bio, mach mal einen Scheinwerfer raus. Jawohl. Schade. Ach so. Natürlich. Guck doch mal hier. Das ist sogar eine halbe. Deswegen. Dann müssen wir das mal so machen. Mann, nein, nicht so. So. Ja, das geht. Also das, den Übergang so hinzukriegen. Aber was mich jetzt viel mehr interessieren würde, wäre, wenn das funktionieren würde. Yes, das funktioniert. Geil. Dann können wir hier wieder vernünftig auf einen Grid gehen. Das heißt, wir machen uns hier eine Markierung. Und ja, genau so. Dann brauchen wir erstmal einen Kreisel. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Deswegen, wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Jetzt kommt doch ein bisschen Struktur in die Stadt. In die Hauptstadt. Abo nicht vergessen. Genau. Ich unterbreche mich ja mal selber. Ich weiß auch nicht warum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss. Euer Bioschmied. Bye, bye.